Stellt euch vor, ihr könnt im Auto auf der Rückbank zocken in einer virtuellen Realität, ohne dass euch schlecht wird. Was sich vielleicht ziemlich abgespaced anhört, ist aber tatsächlich schon Realität und wir haben das gerade ausprobiert. Es ist der absolute Wahnsinn, was Noah und ich hier gerade erlebt haben, denn wir sind auf der CES bei Audi. Da gibt es nämlich einen Stand zusammen mit Holoride. Holoride ist ein Startup, das sich von Audi mal ausgegründet hat und sich tatsächlich zum Ziel gesetzt hat, dieses ganze Entertainment im Auto auf ein nächstes Level zu heben. Und ich würde sagen, ich greife nicht zu weit, wenn ich behaupte, dass sie das tatsächlich geschafft haben. Das war wirklich der absolute Wahnsinn, was wir da gerade erlebt haben. Es ist einfach krass. Ich würde sagen, gönnt euch das, was die geschaffen haben. Viel Spaß. Holoride Ready Audi hast, dann kannst du dir einfach unser Pioneers Pack bestellen, kannst es dann mit der My Audi App verbinden und los geht's. Das einfach mal ausprobieren, einfach mal gucken, wie es ist. Okay Leute, es ist soweit, wir testen Holoride aus, bisschen zocken auf der Rückbank, hier stehen jetzt ganz viele serienmäßige Audi e-tron und wir fahren mit diesem blauen e-tron Sportback und ich habe gerade schon mal reingeguckt, der hat eine richtig geile Innenausstattung. Wir gehen mal hin und machen mal auf. Hi. Das ist Expected. Du bist, you're speaking English and German? Wie du willst, Daniel. Dann sprechen wir Deutsch, Daniel. So. Ich bin einer von den Gründern von Holoride. Ich habe cool. 2014 mit dem ganzen Thema bei Audi angefangen. Ja. Damals als so eine, ja, so eine wilde Idee, was könnte man im Auto machen, was für einen Beifahrer oder für einen Passagier ein bisschen was Interessanteres darstellt. Ja. Weil das Problem war, oder das Ziel von Audi und den Autoherstellern ist ja Fahrer, für den eine coole Driving Experience. Mhm. Und ich dachte, es muss doch irgendwas geben, was du im Auto machen könntest, was von der Fahrbewegung profitiert. Ja. Was machen wir? Wir nutzen jetzt quasi die Sensordaten vom Fahrzeug als Joystick für ein Computergame. Okay. Das heißt, du hast gleich die Brille auf und du fühlst, wie sich das Auto bewegt. Ja. Und du bist aber woanders. Du bist in einem Raumschiff, in einem U-Boot, auf einer Pferdekutsche und erlebst eine komplett andere Welt. Mhm. Aber du hast dieses Bewegungsgefühl, dass du auch einen Themepark hast. Und gleichzeitig hast du, weil wir die ganze Umgebung überall auf der Welt auf Kartendaten neu generieren, dieses Gefühl, dass du irgendwo hinfahren musst, um was zu erleben, weil das Spiel überall anders ist. Also das Level in München ist anders als in Vegas, weil die Straßen anders sind, die Umgebung anders sind, du siehst was anders. Das claimen wir als Motorverse, weil wir sagen, das ist eigentlich ein Paralleluniversum, das so groß ist wie das Straßennetz. Ja. Und du kannst jedes Level nur da spielen, wo du bist. Das heißt, du musst da hinfahren. Okay. Und das macht dich halt neugierig. Oh, ich bin jetzt in den Bergen, schau mal, was in den Bergen ist. Ja. Ja, du siehst leider jetzt hier nur Vegas. Ja. leider. Ja, leider. Aber das bringt halt einen hohen Wiederspielwert, weil du halt überall auf der Welt wieder was Neues erleben kannst. So die Idee dahinter. Ich habe jetzt verschiedene Games und Experiences, die du ausprobieren kannst. Du setzt einfach auf. Ist aber sehr, sehr leicht. So. Du brauchst nur den rechten Daumen. Ja. Zum Schießen und du zielst mit der Kopfrichtung. Und du merkst, du bewegst dich quasi jetzt wie das Auto. Also Tim fährt eine Kurve, du fährst eine Kurve. Das ist 1:1 genau die Bewegung vom Fahrzeug. Muss ich immer auf X drücken? Ja, du, die anderen Tasten machen das Gleiche. Bubble, die umrandet sind. Ach so, Bubbles im Himmel. Und manche sind weiß umrandet und da muss ich drauf schießen. Und ich glaube, je schneller ich das schaffe, desto mehr Punkte kriege ich. Okay, wenn du sagst, ich bin dabei, verstehst, dann kannst du mir die Brille geben und ich starte das nächste Spiel und lege einen drauf. Ich will am nächsten direkt weiterspielen. Danke. Das ist die Idee. Also ich zocke ja wirklich nicht so krass viel und ich habe meine PlayStation auch verkauft, aber was haben wir als nächstes? Sehr gut. Als zweites kriegst du an unseren Lighthouse-Titel. Cloudbreakers heißt der Titel. Du bist gleich in einem Raumschiff. Das Raumschiff wird von einer KI, Ioni, kontrolliert und steuerst den mit dem Gamepad. Linker Daumen steuert den Roboter. Ja. Und rechts hier kannst du schießen, Schwert benutzen, verschiedene Waffen, die der Roboter hat. Der muss sich hier verteidigen und Ressourcen einsammeln. Ja. Okay. Okay, so das ist wieder aufsetzen. Game Nummer 2. Cloudbreakers. Okay, ich bin da oben wie so ein Insekt. Genau. So, linker Daumen steuert. Ich fliege. Wo bin ich? Nicht gut. Ich wurde getroffen. Du siehst übrigens, der Charakter ist beeinflusst durch die Fahrbewegung. Wenn du eine Kurve fährst, dann
slidet das ein bisschen raus. Ja. Gegensteuern. Das ist auch organisatorisch hier. Er ist weg. Congrats. Er ist weg. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Congrats. Ey, das hat jetzt aber auch gedauert, dieses Ding da zu zerstören. Wo sind wir? Wie lange war das jetzt gedauert? Schon länger. Wir sind immer noch in Vegas, alles gut? Ohne Witz, ich war wirklich wie in so einer... Also ich war einfach in einer anderen Welt. Da musste ich die erst mit meinen Nerf-Pistolen kaputt schießen, indem ich da so hingucke. Und nachher war dann das Battle. Und Iron war weg. Geschafft. Jetzt bräuchte ich was zum Runterkommen. Sehr gut. Für alle Nicht-Gamer, die was anderes einem Auto machen wollen, haben wir noch eine Möglichkeit, im Fahrzeug deine klassischen Medien, Netflix und Co. Zu konsumieren. Ich weiß nicht, wird dir normal schlecht im Auto fahren, wenn du irgendwas liest? Tatsächlich mir jetzt nicht, aber ich kenne genug Leute, denen das so geht. Wie gesagt, ich bin halt früher auch als kleiner Junge immer in Urlaub und ich habe halt immer da irgendwas geguckt. Ich glaube, ich habe mich einfach dran gewöhnt. Aber mir geht es optimal. Ich bin so ein Opfer, ich kann hier zwei WhatsApp-Nachrichten, dann war's das. Ja. Weil du einfach diese Disconnection hast, das, was du siehst, passt nicht zu dem, was du fühlst. Und wir wollten das habe ich aber auch schon mal gespürt. Es war, da bin ich in so einem Simulator gefahren und der hat sich zu wenig bewegt. Ja, das ist genau das gleiche Falschrum quasi. Ja. Ganz vielen Leuten geht es so, wenn die am Handy Netflix schauen im Auto. Und das wollen wir jetzt besser machen. Du siehst gleich vor dir den Inhalt deines Telefons. Ja. Da ist zufällig auch Netflix drauf. Ja. Und kannst alles, was im Telefon du machen kannst, auch auf diesem Screen machen. Bloß blenden wir das Auto aus, sodass sich die ganze Bewegung, ganze Umgebung bewegt. Weil normalerweise hast du hier einen Screen, da ist alles statisch und du schaust ja nur... Ja, und du hast hier quasi nur auf diesem kleinen Bereich. Und so hast du einen größeren Screen und mehr peripheres Sichtfeld. Ja. Ich habe hier schon mal Netflix auf den Desktop gelegt, das heißt, du kannst es hoch. Das ist eine sehr gute Serie, die habe ich letztens gesehen. Ich sehe es ja nicht. Stimmt. The Playlist. Kenne ich nicht. The Playlist handelt von der Gründungsgeschichte von Spotify und vermischt Realität und Fiktion. Wo ist denn eigentlich der Lautsprecher hier? Wir sind in den Bügeln drin. Du kannst auch lauter und leiser machen. Links oben ist ein lauter leiser Knopf. Du hast so eine kleine Wippe. Ja. Jetzt habe ich direkt... Und das wandert auch dahin, wo ich... Also ich bin hier weiter in dieser Welt. Hier sind ganz viele wie so Hochhäuser und in der Mitte ist wie im Kino so ein riesiger Screen jetzt. Curved Screen. Weil ich habe hier so einen Curved Screen gerade, aber das ist doch nochmal angenehm. Es ist wirklich angenehmer, den Curved zu sehen. Weil das Auge, glaube ich, auch einfach wegen der Krümmung, das ist angenehmer. Generell ist es so, wir haben verschiedene Größen drin, weil Leute wie du, die Motion Sickness nicht so kennen im Auto, wollen lieber einen großen Screen. Du blockst zwar mehr Umgebung, hast halt mehr Kinoerlebnis. Ja. Und Leute wie mich, ich mache einen super klein, weil dann kann ich das machen, ohne dass mir schlecht wird. Du kannst quasi einstellen, so wie du es komfortabel findest. Also so kannst du noch mal besser einfach Filme schauen, weil das kommt ja halt vor. Ich weiß nicht, man kann das ja irgendwie so umrechnen, wie groß so ein Display dann, wie viel Zoll sowas dann virtuell hat. Ja. Weil das ist halt groß. Halt einfach, das war wie im Kino gerade. Ja. Das war halt wirklich wie im Kino. Krass. Komme ich gerade irgendwie so richtig drauf klar. Und das halt alles in dieser kleinen Brille. Und die ist halt wirklich auch so leicht. Weil kein Akku drin ist. Wir hängen hier quasi am Strom vom Auto oder an einer Powerbank. Ja. Und dadurch brauchst du keinen Akku in der Brille. Und dadurch wird die leicht. Ach so. Und weil das ist ein großer Vorteil. Normalerweise ist es ein Nachteil, weil du halt immer eine Powerbank brauchst oder so. Ja, aber wenn du dich im Auto befindest und das ist dann hier, wo ist das dann? Also jetzt hängst du in der Powerbank, aber du kannst es am USB vom Auto anschließen. Okay. Wir haben halt immer unsere Powerbanks dabei, weil wir halt verschiedene Autos haben. Und guck mal, wie klein das hier ist. Ne, ihr seht, das ist halt wirklich... Warte, das hier ist ein iPhone 14 Pro Max und das ist kleiner von den Abmessungen her. Und es ist krass leicht. Geil. Und das kann man jetzt in jedem 2023er Audi und in Zukunft auch in anderen Modellen. In allen Autos weltweit, weil wir haben heute früh, davon sieht man es, unsere Nachrüstlösung vorgestellt. Ja. Die kannst du in jedes Auto, in deine Pferdekutsche oder wo auch immer reinhängen und dann ist die HoloRide ready. Du brauchst halt immer diesen Gegenstand, also die volle Integration. Und wie connectet der sich dann zum Auto? Gar nicht. Das Ding ist fahrzeugunabhängig. Ach so. Das kannst du in alles, was eine Windschutzscheibe hast, reinhängen. Da sind alle Sensoren drin, die wir brauchen. Ach, der hat die Sensoren selber drin? Genau.
so funktioniert es halt im Trabi auch. Und das haben wir seit heute quasi kommuniziert. Du kannst es auf unserem Webshop seit heute kaufen. Ich dachte nämlich, weil wir haben den ja eben gesehen, dass man den auch irgendwie dann mit dem Auto, den muss man einfach nur mit ins Auto nehmen. Du hängst es rein, machst es an, verbindest dich mit Bluetooth, mit der Brille, fertig. Wahnsinn. Krass. Ja, danke für die Erfahrung. Ja, sehr gerne. Geil. Also, und das hilft uns halt vor allem jetzt am Anfang zu skalieren, weil wir viel mehr Leute erreichen. Ja. Einziger Nachteil ist, das Ding funktioniert in einem Tunnel, weil du brauchst gutes GPS. Beim Auto haben halt die Fahrbewegung von den Rädern und so weiter noch. Aber 90% der Zeit fährst du ja draußen unter Open Sky und das ist alles super. Und das kann man, ab wann kann man diesen Holoride... Jetzt, seit heute früh. Ja, ich würde mal sagen, Autofahren in Zukunft kann wieder richtig Spaß machen. Finde ich gut. Das ist die Idee. Danke. Okay, Leute, ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Noah und ich sind da gerade gefahren. Ja, das ist ja absolut crazy. Du stehst noch. Es wird noch besser. Okay, es wird noch besser. Einfach diese Größe. Okay, jetzt geht's los. Ach du meine Güte. Wollt ihr mich komplett verarschen? Es war wirklich einfach krass, wie du in dieser Welt warst, dich umgeschaut hast und einfach gar nicht mehr gecheckt hast, dass du dich ja eigentlich im Auto befindest, auf der Rückbank sitzt und einfach nur eine VR-Brille auf hast und einen Gaming-Controller in der Hand hast. Also ich habe keinen Plan, wo wir lang gefahren sind, ob wir die ganze Zeit im Kreis gefahren sind, ob wir irgendwie eine Tour durch Las Vegas gemacht haben oder was auch immer. Ich muss da wirklich erstmal drauf klarkommen und das verarbeiten. Das war wirklich krass. Und was halt wirklich besonders cool ist, ist, dass das halt einfach schon verfügbar ist in allen neuen 2023er Audi-Modellen ab Audi A4. Hinter uns stehen jetzt die ganzen e-Trons. Das ist da, wo wir es jetzt mal mit ausprobiert haben. Aber wie gesagt, A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8 und so weiter und so fort. Die ganzen e-Tron-Modelle natürlich auch. Und mit dieser kleinen Box eben auch in allen Modellen, die beispielsweise auch gar nichts mit Audi zu tun haben. Beispielsweise dieses Taxi. Wenn du das Teil da jetzt vorne da in die Windschutzscheibe reinbaust, kannst du auch im Taxi das, ey, was ist das eigentlich für ein geiler Case, wenn ich gerade darüber spreche, Taxifahrt und du hast so ein Holoride-Taxi. Also ja, vielleicht Holoride, falls ihr da nochmal ein paar Business-Case-Ideen braucht, frag mich gerne. Aber das wäre auf jeden Fall Taxifahren Next Level. Das wäre natürlich schon geil. Das macht für mich gerade so ein bisschen CES aus. Nicht nur Autos, sondern Verschmelzung von Technologie, Automobil. Und ich bin mal gespannt, was die CES sonst noch alles für uns zu bieten hat. Das muss ich jetzt gerade erstmal verarbeiten. Ciao.